Ich gebe dir heute 10 nützliche EQ-Tipps für Instrumente, die du sofort in deinem Mix einsetzen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr kritisch, allgemeingültige EQ-Bearbeitungstipps für bestimmte Instrumente zu geben, weil jedes Instrument individuell ist. Aber trotzdem finde ich, dass es für viele Instrumente wie Akustikgitarre, Bass oder Schlagzeug EQ-Bearbeitungen gibt, die zumindest oft funktionieren oder die als gute Startpunkte dienen können. Und die zeige ich dir jetzt im Praxisvideo. Fangen wir mal an mit der Bassdrum. Wenn du die Bassdrum im Low-End anhebst, bei so circa 80 Hertz, ich mache es jetzt mal mit einem Shelby-Filter, erreichst du meistens mehr Power, mehr dunkle Kraft, sag ich mal, von dem Instrument im Mix. Und die Bassdrum klingt insgesamt druckvoller. Im oberen Bereich kannst du zwischen 2 und 5 Kilohertz anheben, um dem Beater ein bisschen noch mehr rauszuholen. Die Snare Drum kannst du anheben bei 3 bis 4K. Und zwar ist das der Präsenzbereich oft, ja, wie gesagt, oft, nicht immer. Bei diesem Instrument, das heißt, du kannst ein bisschen mehr Punch einfach rausholen, ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Biss- und Durchsetzungskraft bei diesem Instrument machen. Ja, ich hebe die Bänder jetzt sehr, sehr breit an im Moment, einfach, dass du hören kannst, in welchem Frequenzbereich ich meine und wo ungefähr das sein könnte. Aber ich denke, man hat sehr, sehr deutlich gehört, dass die Snare Drum hier ein bisschen mehr nach vorne kommt. Wenn du das Bauchige von der Snare Drum haben möchtest, jetzt sieht man es hier in diesem Analyzer auch schon ganz gut, dann kannst du um die 200 Hertz anheben. Okay, ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Wird natürlich auch lauter, das Instrument, weil ich jetzt hier schon ordentlich angehoben habe. Ja, also um die 200 Hertz, bauchige Wärme, nenne ich es, kannst du hier bei der Snare Drum sehr, sehr oft rausholen. Wenn deine Snare Drum sehr mumpfig klingt, dann kannst du zwischen so ja, 500 Hertz und einem Kilohertz was rausziehen und die Snare Drum wird in den meisten Fällen etwas klarer und etwas sauberer und etwas poppiger klingen. Die Overheads oder auch die Cymbals können oft etwas besser durchkommen, etwas präsenter durchkommen oder auch etwas poppiger, mehr High-End-mäßig durchkommen, wenn du sie im Bereich um 8K, zwischen 6 und 8K anhebst. Auch das können wir uns mal kurz anhören. Ich übertreibe mal. Beim E-Bass ist ein kleiner Boost um die 100 Hertz circa, kann dafür sorgen, dass der Ton von dem Instrument fetter wird. So zwischen 100 und 120 Hertz ist das oft. Das probiere ich einfach mal. Mehr Punch für das Instrument erreichst du oft bei 500 bis 1K. Das ist jetzt sehr generell, aber ich heb einfach mal an, dann wirst du gleich hören, was ich meine. Wenn du ein kleines bisschen mehr Präsenz für deinen Bass möchtest, kannst du ihn auch noch anheben mit einem Glockenfilter, meistens zwischen 5 und 10K. Ich mache hier auch mal ein breites Band und hebe sehr generell an. Da wirst du auch hören,
Die Anschlagsgeräusche kann man besser hören und der Bass, ja, wird ein kleines bisschen präsenter einfach. Machen wir mal weiter mit einer E-Gitarre. Auch wenn eine E-Gitarre meistens über den Amp selber eingestellt wird, also der Ton, und zumindest wenn man es richtig macht bei der Aufnahme, stellst du über einen Amp, über den direkten Amp, über den die E-Gitarre aufgenommen wird, ja schon ein, dein Treble, deine Mitten, deine Tiefmitten und solltest damit eigentlich schon einen idealen Ton haben. Ich benutze bei E-Gitarren den EQ oft in den Mitten und in den höheren Mitten, um komplementäre EQ-Bearbeitungen zu machen. Das bedeutet, wenn die Gitarren gedoppelt sind, dass ich einfach hier eine Frequenz anhebe, die ich bei der anderen absenke. Aber du kannst der Gitarre auch ein kleines bisschen mehr Präsenz geben oder eben unangenehme Frequenzen rausfiltern. Wir hören uns das gerade mal hier in diesem Beispiel an. Das Instrument klingt schon recht gut. Ich fand jetzt hier um die 400-500 war es ein bisschen nasal, ein bisschen näselnd. Aber hier um die 3-4K kann man ein bisschen mehr Präsenz rausziehen bei dieser E-Gitarre. Bei akustischen Gitarren kann ein Low-End-Boost hier auch wieder so um die 80-100 Hertz ein bisschen mehr Fullness bringen, einen volleren, wärmeren Klang. Und ich habe auch hier die Höhen so ein bisschen leicht angehoben, um die akustische Gitarre ein bisschen cremiger klingen zu lassen. Das schalte ich jetzt auch mal gleich zu. Nochmal ohne. Du hast also deutlich, wie dieses Anschlaggeräusch besser rauskommt. Es klingt ein bisschen fluffiger. Ich habe um die 500 ein bisschen was rausgezogen. Und ich habe um 3,5 dB hier bei 80 in dem Fall bei 80 Hertz angehoben. Bei vielen Akustikgitarren ist es ein bisschen höher, aber du hörst, dass die Gitarre wärmer und bauchiger klingt mit der EQ-Bearbeitung. Ein anderer Ansatz wäre die gegenteilige Herangehensweise, dass du sehr viel beschneidest in den Tiefen bei der Akustikgitarre. Das wird sehr gern bei angeschlagenen, also gestrumpten Background-Akustik-Gitarren gemacht, damit die nicht alles zumüllen im Hintergrund A und B, damit man sie mehr in so ein perkussives Element verwandeln kann im Mix. Und dass man das verhindert, wenn du jetzt zum Beispiel 4 so Akustik-Gitarren hast, die Strums spielen im Hintergrund, dass sich das Low-End so arg aufschaukelt und den ganzen Mix mumpfig werden lässt. Auch das zeige ich dir mal jetzt hier in diesem Beispiel. Also eher ein größerer eine Beschneidung im Low-End-Bereich, um da unten einfach mal feucht rauszuwischen, um aufzuräumen. Also auch hier hört man das sehr deutlich und das ist ein sehr gutes Beispiel. Sie klingt jetzt ein bisschen dünn natürlich alleine, die Gitarre, mit dieser Beschneidung jetzt hier im Low-End. Aber wenn du dir vorstellst, du hast jetzt noch eine gedoppelte Akustikgitarre dazu und eine ganze Band dazu, es passiert sehr viel, dann ist einfach das Anschlaggeräusch wichtiger, um die Strums zu hören, ja, um die Anschläge zu hören. Und es ist nicht so wichtig, dass das Low-End so sehr durchkommt, denn da wird in einem Gesamtmix dann auch noch eine Bassdrum mit dabei sein, noch ein Bass mit dabei sein, vielleicht noch eine cleane Gitarre. Und auch die Vocals haben hier noch ein bisschen Frequenzanteil. Deswegen ist es immer besser, bei solchen gestrumpten Hintergrundgitarren das Low-End ein bisschen rauszufiltern. Du hast jetzt also für viele Instrumentengruppen gelernt, welche Frequenzen hier oft Sinn machen anzuheben, abzusenken oder was es für Bearbeitungen gibt. Was aber auch wichtig ist zu wissen, ist, welche Frequenzen Probleme in deinem Mix verursachen können. Und das sind genau gesagt 6. Es gibt 6 Problemfrequenzen,
die immer wieder für Probleme oder für schlechten Sound im Mix sorgen. Und die habe ich dir in einem PDF zusammengestellt. Das kannst du dir runterladen. Ich habe es dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Also erster Kommentar, 6 Problemfrequenzen unbedingt runterladen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du den EQ für deine Vocals in 5 einfachen Schritten perfekt einstellen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir das ganz genau. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis zum nächsten Video.